Fette, welche kann ich nutzen zum Braten, für Salate? Was ist da überhaupt sinnvoll, ihr Lieben? Echter Patientenfall. Also, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Und unter anderem war hier bei Social Media auch die Fragestellung nochmal von jemandem, welche Fette sind besser? Könnte ich nochmal was zu dem Thema Fette überhaupt was sagen? Das soll denn doch hiermit geschehen. In der Praxis erlebe ich das auch immer wieder, dass viele überlegen, ja, ist Öl jetzt gut? Darf ich Fett überhaupt essen? Darf ich Butter, Margarine? Ne? So sinngemäß, was ist überhaupt jetzt sinnvoll? Fangen wir ganz langsam an. Also Fette an sich erstmal unterscheidet man immer in pflanzliche Fette, also das, was von der Pflanze kommt, wäre zum Beispiel Walnussöl, wäre zum Beispiel das Fett in der Avocado. Das heißt, die Nussöle zum Beispiel, ich zeige sie jetzt euch einfach für das Verständnis, ne? Mandel zum Beispiel, der Fettanteil in den oder in Samen, Leinsamen zum Beispiel. Das heißt, aus pflanzlichen Produkten, zum Beispiel Rapsöl, kann ich ja Öl herstellen. Viele kennen das auch mit Oliven zum Beispiel. Und am Ende wird aus den pflanzlichen Produkten Öl hergestellt. Und diese pflanzlichen Produkte, wenn es jetzt Öl ist, ist es ja in der Regel dünnflüssiger. Die einzige Ausnahme bei pflanzlichen Fetten, die etwas gehärteter sind, ich habe jetzt dieses hier mal als Beispiel, ist das Kokosfett. Aber da komme ich gleich zu. Die pflanzlichen Fette an sich erstmal, egal ob Leinöl, Olivenöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl, haben unterschiedliche Fettsäuren. Und die Öle kann ich, oder habe ich ja in der Regel immer eine pflanzliche Struktur. Und dann ist es so, dass die pflanzliche Struktur sich noch unterscheidet in der Art der Fettsäuren. Das heißt, das Sonnenblumenöl zum Beispiel hat einen gewissen Anteil an ungesättigten, also gute Fettsäuren geringer als zum Beispiel Rapsöl, Olivenöl, Leinöl und Sesamöl, alle anderen Sorten, Walnussöle. Ich habe jetzt nicht alle genannt. Sondern die sind natürlich alle damit gemeint. Und diese verschiedenen ungesättigten Fettsäuren sind sehr unterschiedlich prozentual angesehen. So, und an der Stelle ist es so, dass es wichtig ist, dass die ungesättigten Fettsäuren aufgenommen werden. Und welches Öl ich dann erstmal nutze, ist ja per se erstmal egal, weil wichtig ist, dass da oben überhaupt reinkommt. Es nützt ja auch nichts, wenn die Leute teures Öl kaufen, steht im Schrank und schmeckt nicht. Ja, so. Oder ihr verwendet es nicht, weil es einfach nicht schmeckt. Daher kann man erstmal sagen, ist überhaupt Öl zu verwenden schon mal schlau. Wenn ich jetzt ein Öl habe, was einen höheren Anteil ungesättigter Fettsäuren hat, ist das häufig am kaltgepressten zu sehen. An kleineren Flaschen, also schmalere Flaschen häufig auch. Das kaltgepresste Öl braucht immer länger, bis aus dem Samen, nehmen wir jetzt mal hier so einen Samen als Beispiel, der wird gepresst, weich gemacht und gepresst und dann sozusagen kaltgepresst bedeutet immer, dass ich ein Korn presse und dann irgendwann das Öl rausläuft und das dauert halt. Und deswegen sind kaltgepresste Öle gesund. Und eben aber auch teurer, weil sie einen höheren Anteil dieser besonders guten Fettsäuren hat. Man nennt die mehrfach ungesättigte oder einfach ungesättigte Fettsäuren. Und diese Fettsäuren sind das, was das kaltgepresste Öl ausmacht. Das heißt, kaltgepresste Öle, egal welche Geschmacksrichtung, immer nur zum Beispiel, wenn ihr jetzt Salat oder sowas habt, auf den Salat drauf. Wer meine Videos schon kennt, ich kann ja das Öl auch nutzen und auf die Kartoffel oder Reis oder Nudeln in das Reisgericht mit reinmachen. Also wenn ich auf dem Teller noch Öl extra haben möchte, mache ich das sozusagen rein. Und da sind die kaltgepressten gut. Ihr könnt, das kennen viele aus anderen Ländern, auch Brot in Öl stippen. Dafür sind kaltgepresste Öle da. Kaltgepresste Öle sollen nicht erhitzt werden, weil dann gehen diese Fettsäuren kaputt. Die sind auch nicht so hitzestabil aufgrund dieser Anteile der Fette. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Kokosfett nehme, dann habe ich ein gehärtetes Fett, also das ist von der Natur aus fester. Und damit, das sieht man zum Beispiel auch eine festere Struktur bei der Butter. Und damit könnt ihr euch immer merken, dass hier ein höherer Anteil gesättigte Fettsäuren drin sind. Also Dinge, die das Produkt fester machen. Es ist das Kokosfett auch pflanzliches Fett, aber es hat eine festere Struktur aufgrund der gesättigten Fettsäuren. Das könnt ihr also auch immer bei der klassischen Butter sehen, während eine Margarine, ne, ist jetzt hier keine Werbung, sondern einfach nur ein Produkt. Das heißt, an der Stelle ist eine Margarine oder gibt ja auch diese streichfähigen Aufstriche, da habe ich dann immer Öl und Butter gemischt. Das steht ja meistens auch immer drauf, Rapsöl mit Butter zum Beispiel. Oder ich habe nur die Butter oder ich habe nur die Margarine und die Margarine wird dann auch etwas
gehärtet, also sozusagen mit Lecithin und ähnlichem vermischt, um dann Margarine daraus herzustellen. Aber Margarine hat den Ursprung, dass es aus Öl hergestellt wird und dadurch streichfähig ist. Butter oder Margarine kann man beides nutzen. Butter hat einen 80-prozentigen Fettanteil, Margarine 75. Das heißt, der prozentuale, ob ich jetzt eine Margarine nutze oder ob ich sozusagen die Butter nutze, könnt ihr nach Geschmack frei wählen, was ihr da machen möchtet. So, dann haben wir noch diese Geschichte mit dem Leinöl immer. Es ist nur die Fettsäure, diese sogenannte wichtige Arachidonsäure, die tatsächlich in dem Leinöl prozentual zu vielen anderen Sorten etwas höher ist. Aber ich erlebe es immer wieder, viele mögen das nicht und deswegen, wer mag, kann auch gerne andere Ölsorten nehmen. Das heißt, es ist wichtig, nachhaltig wäre ja zum Beispiel auch ein Rapsöl. Die neuen Statistiken dazu sind auch schon wieder besser. Also Deutschland geht sowieso den Weg des Rapsöls. Und am Ende ist es so, dass natürlich alle anderen Ölsorten auch verwendet werden können. Schaut einfach, was ihr da geschmacklich mögt. So, ihr Lieben, dann gibt es noch einen Anteil Fette. Wenn ich zum Beispiel tierische Produkte habe, dann habe ich zum Beispiel im Hack ja Fettanteil drin oder zum Beispiel in Fisch. Und bei Fisch wissen wir mittlerweile, dass hier auch besonders gute Fettsäuren drin sind. Kennt viele immer mit diesen Omega-3-Fettsäuren. Es gibt auch Omega-6 und Omega-9. Die habe ich übrigens auch in den Ölen drin, damit es aber nicht so kompliziert wird. Zu den tierischen zurück. Ihr dürft gerne Fisch, wer es mag und verträgt, mit Nutzen, dann haben wir auch die gesunden Fette drin, während die gehärteten Fette eher in dem Fleisch sind oder zum Beispiel in der Wurst oder in der Grillwurst oder sowas, weil wir dort einfach eine festere Struktur haben, ähnlich wie ihr das hier so ein bisschen vom Kokosfett her kennt. Kokosfett muss man eben gucken, hat auch so seinen Hype gekriegt, ja, wächst nicht in der Region. Nachhaltig lasse ich mal so stehen. Da könnt ihr jeder für euch entscheiden, was ihr machen möchtet. Es gehört in die pflanzlichen, aber es hat eine festere Struktur. Das heißt, die Zusammensetzung ist entscheidend. Wenn ihr etwas sehr stark erhitzen möchtet, weil ihr etwas frittieren wollt, weil ihr etwas mit einer Kruste haben wollt, ne? Wenn ich jetzt Pommes oder Kroketten in der Fritteuse mache oder etwas in der Pfanne scharf anbraten will, dann bietet es sich an, festere Fette zu nehmen. Und Leute, ganz wichtig, macht die Pfanne vorher heiß. Nicht immer so Öl rein, ne? Reinkippen, was ich da an Fett habe und dann erst die Pfanne irgendwie, ach, ich muss die ja mal hoch machen. Die Köche machen das so, dass sie ihre Pfanne nutzen, heiß werden lassen. Wenn die heiß ist, das Gargut steht schon daneben geschnitten oder fertig, so dass es dann in die Pfanne kann, dann kommt das Öl rein und zack kommt dann das Gargut rein. Warum? Weil das Öl sofort wellig wird, wenn die Pfanne heiß ist und dann könnt ihr das Gargut dazugeben und dann geht das Öl auch nicht kaputt. Ja? Wenn ich aber diesen Prozess mache, Öl rein, Pfanne warm, dann geht auch das Öl kaputt, weil es sozusagen durch die Erhitzung der Pfanne keine Runterkühlung kriegt mit dem Fisch oder Fleisch, was wir dann drin braten wollen. Das aber mal am Rande. Von daher könnt ihr sozusagen frei gucken, was ihr machen möchtet. Und ich gebe immer die Empfehlung, ein, zwei Esslöffel Öl täglich zusätzlich ins Essen. Und wer mag, Butter, Margarine auf zum Beispiel Brot, ne? Als Streichfett. Warum machen wir das Ganze? Weil wir noch Vitamin D drin haben, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K, also fettlösliche, wichtige Vitamine für Zellaufbau, Augen, Haut, Haare, Nägel, genau, Gerinnung und sowas. Also wir haben auch einen wichtigen Anteil, den wir brauchen, Vitamin D zum Beispiel für die Osteoporosevorbeugung. Ja? Körperfett reduzieren tut das Öl auch, wenn ihr es mit einbaut. Und Butter, Margarine, habe ich schon gesagt, ist nicht verboten. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen was mitnehmen konntet. Schaut immer, dass die Pfanne heiß ist, dass ihr kein kaltgepresstes Öl nehmt in die Pfanne haut, dann geht nämlich das Öl kaputt. Ja, ist auch viel zu schade, weil es ja viel zu teuer dafür ist. Ihr Lieben, ganz lieben Dank. Nochmal herzlich zu euch fürs Zuhören und habt einen schönen Tag.